so wie du dastehst, auf High Heels und gestreckte Knie und überhaupt so aufrecht. Also, das geht nun mal überhaupt nicht. Zurück an den Start! Wer von euch kennt das, von Autoritäten zurechtgewiesen zu werden? Oh, ich hoffe, da haben alle die Hände oben, ich sehe es nämlich nicht. Wer von euch kennt das, von Autoritäten zurechtgewiesen zu werden und sich zu denken, aber ich habe doch recht? Und wer von euch, ich krieg Publikumslicht, oh yeah, und wer von euch liebt High Heels? Sehr gut, mir wurden High Heels verboten. Warum? Das erzähle ich euch jetzt in einer kleinen Geschichte. Du bist so eine Rampensau. Oh ja, mit 10 Jahren sang ich bereits mein erstes Konzert, mein erstes Weihnachtskonzert. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, naja, am Weihnachtsbaum für ihre Eltern wird sie halt so ein bisschen getwellert und gespielt haben. Nein, das erste Konzert war in einer Behindertenwerkstätte vor 100 bis 150 Menschen mit 10 Jahren die kleine Angela am Keyboard singend. Die Menschen hatten Tränen in den Augen. Sie haben gelacht mit mir und sie haben mich danach umarmt, weil sie gesagt haben, boah, Angela, das war so schön. So ging es weiter. Mit 15, total verrückt, sang ich in 5 verschiedenen Chören. Jeden Abend ein Chor und am Wochenende, logisch, Konzert, eh klar. Und wisst ihr, was noch war? Ich studierte Kirchenorgel. Da die Königin der Instrumente mit 15 neben der Handelsakademie studierte ich Kirchenorgel und sang in 5 Chören. Und mit 16 hatte ich meine erste Solorolle bei den Blindenmagder Festspielen, Operettenfestspielen, also klassischer Sopran, erste Solorolle. Was macht so jemand mit so einem Lebenslauf? Was glaubt ihr, welche Berufswahl? Oh, gell, Sängerin oder Musikerin, also so. Deswegen habe ich einfach gesagt, okay, mit 19, wie ich fertig war mit der Handelsakademie, ich melde mich auf der größten Universität in Österreich an und probiere heute mal die Aufnahmeprüfung. Ich, naives Landei, packe meine Koffer, bin angemeldet für die Aufnahmeprüfung, gehe dorthin, singe vor und werde genommen. Beim ersten Mal, welch Wunder, werde ich genommen. Und dann kam es, so 3-mal in der Woche hat man Gesangsunterricht und Schauspielunterricht und so weiter, also das ganze Rhetorik und so. Und dann kam es in der Gesangsstunde. So, ich gehe rein, wie ich so bin. Nein, also so geht das einmal gar nicht. Ja. Stell die Füße breitbeinig hin, das geht nicht einmal mit High Heels. Ja. Stell die Beine breitbeinig hin, Knie nicht durchdrücken, so Hüfte nach vor, als würdest du dich hinsetzen und dann mach den Mund total weit auf und dann Bauchstütze, geht schon. Gut, dass ich damals keinen Spiegel vor mir hatte. Ich hätte vor mir Angst gehabt. Wollt ihr gleich einmal ausprobieren, wie euch diese Haltung gefällt, denn es gibt Menschen, die brauchen diese Haltung. Also gerne mal aufstehen. Ihr habt sie jetzt gerade so viel gegessen, gell? Also ein bisschen das Essen schaukeln. Gerne aufstehen, also so gesetzt hinstellen, die Damen, die High Heels anhaben, jetzt ausziehen. So breitbeinig hinstellen, Knie locker, Hüfte so ein bisschen nach vor, als würdet ihr euch hinsetzen. Gerne mal ausatmen. Genau, super. Wer fühlt sich hier wohl? Ah, die Michi sagt auf 7, super, die Maria. Ja, da hinten sehe ich auch noch ein paar. So Energie wie beim Karate, ja, nach unten. Da vorne hat keiner aufgezeigt. Ja, super. Also es sind einige, die sagen, ja, okay, das ist absolut meine Haltung. Sehr gut, wir kommen noch zur anderen Haltung. Danke fürs Mitmachen.
hat meinen Beweis wieder geliefert. Es gibt die Menschen, die sich hier wohlfühlen. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Absolut gar nicht. Bauchstütze geht schon. Nur mehr gähnen, noch mehr gähnen. Was passiert, wenn man sich nicht wohlfühlt? Man verliert die Stimme. Man verliert jegliche Bühnenpräsenz. Du bist so eine Rampensau, ja? Genau. Und ich bekam, wie ich vorher schon erwähnt hatte, alle gesundheitliche Zustände, die man sich nur vorstellen kann. Allergien, Schlaflosigkeit, ich war quasi im Burnout, weil ich habe dann damals schon neben meinen sängerischen Tätigkeiten auch Gesang unterrichtet. Und dann, zu guter Letzt, fuhr mir ein Tinnitus ein. Ich hörte nicht mehr. Mit 25 sagten die Lehrer zu mir, komisch, du warst früher so eine Rampensau. Wie hast du nur die Aufnahmeprüfung bestanden? Das tat weh. Ich sah mich als kleines Mäuschen in der Ecke. Total verloren. Mit 25 durfte ich mich entscheiden. Entweder ich hänge den Sängerinnenjob an den Nagel oder ich finde eine Lösung für mich. Ich gehe da weg von der Uni und finde eine Lösung für mich. Und wie es so sein will in unserem Leben, es kam die Lösung daher. Nämlich die Lösung der Atemtypen. Ich kam drauf, ich muss das Gegenteil machen von dem, was sie mir gesagt hatten. Weil ich war ja der Einatemtyp und die andere Hälfte ist eben der Ausatemtyp. Aber ich als Einatemtyp darf die Knie durchstrecken, darf mich groß machen. Sie können jetzt im Sessel auch einmal ausprobieren, wie ist denn das eigentlich, wenn ich mich so groß mache und hebe ich mit meiner Energie total ab in den Himmel oder bekomme ich da Energie? Herzlich willkommen in der Welt der Atemtypen. Ich habe auf den Tischen mitgebracht Luftballone. Sie dürfen jetzt, und ihr dürft jetzt Luftballon aufblasen. Der Kameramann macht uns schon Licht, sehr gut. Achtet bitte beim Luftballon aufblasen, also vielleicht denken sich schon manche, oh, das habe ich noch nie gekonnt, Luftballon aufblasen. Oder, yeah, das mache ich total gern. Ja, das wollen wir noch unterstreichen jetzt durch diese Übung. Schaut mal, wie ist denn das? Erstickst schon. Wie ist denn das? Gebt dir total gerne Luft her in den Luftballon. Gehen Sie nicht. Oder ist es, atmet ihr lieber gerne ein? Ja, da hat schon einer einen Luftballon. Sehr gut. Ja, eine starke, wahrscheinlich Ausatmerin. Jetzt seid ihr wieder munter nach der Pause. Ja. Sehr gut, da sind ein paar aufgeblasene Luftballon. Sehr gut. Ja, also, super. Wen ist es da jetzt so gegangen? So, oh Gott. So, ich habe es zwar vielleicht geschafft, aber oh Gott. Ich hoffe, niemanden hier ist schwindelig und ich hoffe, niemand von euch hat jetzt einen Kreislaufkollaps. Das ist mir dann öfter passiert, wenn ich die Ausatmung gemacht habe. Und wer sagt jetzt, ja, voll cool, geht eh total easy? Ja, ein paar. Ihr, der Ausatmer da vorne, nicht so easy. Die sind schwer, okay. Das nächste Mal blase ich jeden vorher auf, dass er ein bisschen geweitet ist. So.
Sehr gut. Also ihr seht schon, was ich euch damit zeigen wollte, ist, dass es da wirklich verschiedene Atemtypen gibt. Dass es da wirklich die Leute gibt, die sagen, oh yeah, einatmen ist mir lieb und teuer. Und dass es die gibt, die sagen, ausatmen ist mir lieb und teuer. Das Krasse ist, dass die ganze Atemtechnik, das Ganze, was ich auf der Universität für Gesang in Wien gelernt habe, für Ausatmer gedacht ist. Und die Einatmer dürfen gehen. So, nicht auf die Bühne. Ich habe also da nachgedacht, nachgeforscht, nachgespürt, ausprobiert und so weiter und echt meine eigene Methode entwickelt, nämlich dieses atemtypgerechte Gesangs- und auch Sprechtraining. Das ist so unglaublich. Die Menschen kommen zu mir, wenn ich ihnen das beibringe und erkläre, dass sie dann wirklich, ich höre immer so diese Steine vom Herzen fallen. Ah, deswegen war ich falsch. Vielleicht kennt ihr das beim Yoga, dass ihr plötzlich dagegen atmet. Oder beim Schwimmen. Drei, also unter Wasser ausatmen und dann kommt die Luft automatisch. Wirklich? Ja, bei den Ausatmen. Beim Einatmen nicht, der erstickt fast bei dieser Technik. Ich hatte eine traumhafte Sportlehrerin, ehrgeizig. Yeah, der Kampf da hinten findet schon statt, der Sportlehrerin. Ehrgeizig. Und die hat dann gesagt, du, so wirst schneller. Ich bin blau am Ende angekommen und hatte einen Kreislaufkollaps, weil ich war natürlich ehrgeizig, ich wollte gewinnen. Oder beim Laufen, wer kennt das? 3 Schritte, Seitenstechen, war vorprogrammiert. Herzlich willkommen in der Welt der Atemtypen. Es gibt einfach beide Typen. Das ist schon richtig für die Ausatmer. Die kriegen da total Kraft. Aber die Einatmer müssen mit ihrer Luft einfach anders haushalten. Sie dürfen sie nicht so hergeben. Das ist so das, was ich auch meinen Teilnehmern, meinen Kunden immer wieder erzähle und die dann echt sagen, boah, du hast mir mein Leben gerettet. Ich bin nicht falsch. Eine zum Beispiel hatte schon ein Zucken beim Sprechen. Kein Arzt der Welt konnte ihr sagen, warum sie das hat. Ja. Sie ist Ausatmerin. Ich habe ihr diese Technik, diese Atemtechnik gezeigt. Das Zucken ist weg. Und noch dazu hat sie eine viel wohlklingendere Stimme und der positive Nebeneffekt von dem Ganzen. Sie geht plötzlich in die Sichtbarkeit. Sie zeigt sich. Ich habe sie so gestärkt und sie weiß, sie hat jetzt nicht mehr dieses Zucken, dass sie wirklich gerne auf die Bühne geht, auf die Online-Bühne und so weiter und so weiter. Und das mag ich euch auch noch erzählen. Also ihr kennt das sicher. Morgen, wer von euch ist morgen Muffel? Wer von euch steht echt so liebend gerne früh auf? Ja, auch da zeigt sich schon der Atemtyp. Glaubt mir das, das liegt am Atemtyp. Das kann man herausfinden, welcher Atemtyp man ist. Und das Krasse ist, wenn dann 2 unterschiedliche Atemtypen auf der Bühne zusammenkommen. Da habe ich auch Teilnehmer, Mutter und Tochter, und die Mutter ist Ausatmerin, ne? Und die Tochter quirlige Einatmerin. Und die Mutter hat sich immer gedacht, ist die anstrengend. Boah, die hat so viel Energie. Und aufstehen tut sie in der Früh auch nicht. Und die Tochter hat sich gedacht, du ein bisschen weiter, nicht so langsam, geh bitte endlich, komm in die Gänge. Ausatmer. Einatmer. Ich habe sie trainiert und habe ihnen gesagt, dass sie das sind. Das war schon ein wahnsinniger Aha-Moment. Und dann haben sie einfach auch gelernt, das zu leben und das zu sein und sich gegenseitig zu lassen. Und wisst ihr was? Die haben erst vor kurzem eine Keynote gehalten.
sie halten sie immer gemeinsam. Das war bombastisch, weil die Tochter konnte in ihrer aufgerichteten Stärke bleiben. Man hat es auch gehört, sie ist einfach ein bisschen rascher unterwegs. Sie ist schneller unterwegs. Und die Mutter brachte totale Ruhe in die Rede. Herzlich willkommen in der Welt der Atemtypen. Mir hat der Atemtyp nicht nur meine Singstimme, Gott sei Dank, wiedergegeben, sondern mich auch unter anderem von den ganzen Allergien, von dem ganzen Stress, von den ganzen Ich bin falsch quasi geheilt. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt inspiriert habe, dass der Atemtyp auch euch positiv beeinflussen darf. Mal tanzen, tanzen, Freude machen. Danke, danke. Wir wollen tanzen, tanzen, tanzen heute Nacht. Wir wollen tanzen, tanzen, tanzen heute Nacht. Weil tanzen, tanzen, Freude macht.